Hallo Leute, willkommen bei den LS News der Woche. Dies ist ein neues wöchentliches Videoformat mit gesammelten News rund um den LS. Mehr dazu am Ende des Videos. Und hier fangen wir gleich mit einem festlichen Thema an, denn Giants hat schon am Freitag vor einer guten Woche 15 Jahre Landwirtschaftssimulator gefeiert und 2,5 Milliarden Mods wurden in der Zeit downgeloadet. Das ist doch auch beachtlich. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf die 15 Jahre Landwirtschaftssimulator. Da haben sie extra einen netten kleinen Trailer gemacht. Den können wir uns jetzt hier mal angucken. Und ohne den dazugehörigen Ton. Das sind hier so die allerersten Versionen. Und unten sieht man immer, welche Version gerade gezeigt wird im Ausschnitt. Das ist jetzt 2011er. Und hier kommt jetzt die erste Mobilversion, der 2012er. Dann haben wir den 2013er. Und jetzt geht das immer so im Wechsel, eine Mobilversion und eine PC-Konsolen und so weiter Version. Jetzt sind wir schon beim LS17 angekommen. Da habe ich den dann auch schon gespielt, den LS. Das ist hier jetzt wieder eine Mobilversion. Dann kommt der LS19 und jetzt kommt gleich der LS22, den die meisten von uns aktuell spielen. Und dann der kommende LS23, der am 23. Mai erscheint. Ja, und ich würde sagen, da kann Giants zu Recht stolz drauf sein, dass sie schon so viele LS-Versionen gemacht haben und auch die Entwicklung finde ich ganz beachtlich. Und weil die Giants-Leute auch stolz drauf sind, kommen die zwei der vier Firmengründer extra zur FarmCon und machen einen extra Vortrag, wo sie praktisch einen Rückblick zeigen mit der Entwicklung vom LS. Und ich hoffe da auch auf ein paar Hintergründe, wie sie damit angefangen haben und so, dass man das mal auch aus erster Hand hören kann. Ich habe das bisher immer nur so um drei Ecken rum gehört, wie sich das entwickelt hat. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Der Linke, das ist der Stefan Geiger. Das ist der oberste Chefprogrammierer. CTO, also der technische Dingsbums von den, und der CEO, das ist so der normale Chef, ist der Christian Ammann und das ist der hier mit den wenigen Haaren auf dem Kopf. Ja, und die haben eben schon vor vielen Jahren zusammen studiert und dann die Giants Engine entwickelt und den ersten LS gemacht. Und da waren auch noch zwei andere dabei, so viel ich weiß. Jo, weiter geht es mit dem LS23, der ja am 23. Mai erscheint. Da gibt es jetzt einen Cinematic Trailer. Also das ist so ein Trailer, der aufwendig gemacht ist und mit dem eigentlichen Spiel kaum was zu tun hat, aber uns in Stimmung bringen soll. Und zu diesem Trailer habe ich auch schon ausgiebiges Video gemacht, wo ich so die einzelnen Einstellungen analysiere, diskutiere und so weiter. Und jetzt hier nur einmal kurz durchlaufen. Die Mann und Frau kommen euch vielleicht auch bekannt vor vom LS22 Trailer. Das ist jetzt also sozusagen eine Fortsetzung der damaligen Geschichte, was ich ganz sympathisch finde. Und die Tochter schimpft mit ihrem Vater, weil er sich nicht ums Unwetter gekümmert hat, sondern lieber den LS23 gezockt hat. Jo, es gab weitere News. Das war jetzt also wirklich eine newsreiche Woche. Und zwar bringt Giants jetzt ein Magazin raus, eine Zeitschrift zum Thema Farming Simulator. In vielen europäischen Ländern kann man das in Papierform an Kiosken und im Zeitschriftenhandel, auch in großen Supermärkten und so kaufen. Und es gibt es in 6 Sprachen, natürlich unter anderem Deutsch. Und wer keine Möglichkeit hat,
oder es lieber, also wer keine Möglichkeit hat, es auf Papier zu kaufen oder es sowieso lieber auf dem Tablet oder Computer liest, kann sich hier auch die Digitalausgabe kaufen. Dazu schreibe ich euch auch noch einen Link unterm Video in die Infobox mit einem Partnerlink von mir. Dann freue ich mich. Und ja, ich finde es ganz interessant. Einfach, es sind keine entscheidenden Neuigkeiten drin, sondern das ist so Unterhaltung rund um den LS sozusagen mit verschiedenen Themen. Da wird über den LS23 berichtet, was da auf euch zukommt. Und gibt ein Interview mit Ansgar, ein Interview mit einem der leitenden Entwickler von der FSL League wird berichtet, was noch für Farming Simulator Termine in puncto Messen und so in diesem Jahr zu erwarten sind. Dazu natürlich gehört auch die FarmCon. Und es gibt einen Code für den kleinen alten Porsche Traktor in dem Heft, dass man den sich runterladen und aktivieren kann. Jo, ich finde, es ist eine nette Bereicherung des Lebens rund um den Farming Simulator. Okay, dann gab es wieder Factsheets über den LS23. Die Factsheets von dieser Woche habe ich auch ein extra Video zu gemacht. Sind hier der John Deere Traktor, der 4755, dieses Youngtimer-Modell, das wir auch im LS22 oft als Startfahrzeug auch sehen. Und eine größere Scheibenegge mit 8 Meter Arbeitsbreite von Kienzle. Und davor ist der 900er Fendt im Einsatz. Weil diese Scheibenegge braucht 390 PS, um gezogen zu werden. Jo, jetzt gibt es noch News aus dem Modhub. Da will ich mit euch kurz so die neuen Mods der Woche überfliegen und einige etwas genauer angucken. Und aktuell gibt es nicht so viele neue Mods, aber relativ viele Updates, was ja auch Sinn macht, weil wir jetzt so mitten in der LS-Phase sind und da wollen natürlich viele Mods auch geupdatet werden. Es gab aber immerhin vier neue Karten in der Woche, die wir uns kurz angucken. Jo, hier gibt es so die übliche Mischung aus Fahrzeugen, Geräten und Gebäuden, Stellen auch und auch Skriptmods gibt es hier. Und das war so in den letzten Tagen. Und dann gehen wir zurück. Hier auch wieder. Vertex Design hat auch eine neue Fahrzeughalle gemacht. Und hier ein schnuckliger Oldtimer-Traktor. Das Schlammsystem gucken wir uns noch genauer an. Und ja, Mais Plus hat ein Update gekriegt. Hier gibt es noch eine Schnellballenpresse in ganz vielen verschiedenen Farben und Designs. Und hier sind wir auch schon am Anfang der Woche angekommen mit auch wieder zwei Karten, auf die wir noch einen etwas genaueren Blick werfen. Ohne dass ich jetzt ein komplettes Kartenreview mache. Das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Da ist einmal die Karte Insel Basern. Das ist eine Vierfachkarte und darum nur für PC und Mac verfügbar. Und ja, die ist eine Fantasielandschaft sozusagen. Und das Besondere ist, es gibt 59 vorab verbaute Produktionen und die meisten dieser Produktionen brauchen elektrische Energie zum Betrieb. Und dafür stehen zahlreiche Energieversorger zur Verfügung. Also ein etwas komplexeres Produktionssystem. Und es gibt für Multiplayer fünf vorbereitete Höfe.
Hier sieht man das erste Bild mit Zug und Tunnel und ja, steilen Berghängen. Ah, ist übrigens von LSMT Fallpos/LS-Mapping-Team. Hier sieht man die PDA. Und hier zum Beispiel sieht man so eine Hochziehbrücke, wo ein Schiff durchfährt. Das finde ich ja schon ganz interessant. Jo, Landschaftsimpressionen mit Badestrand. Ja, und hier schroffe, steile Berge. Gut, die nächste ist die Regelsberg. Viel kleiner von The Lord. Und das ist jetzt eine Karte, die einer realen Landschaft in Mittelfranken nachempfunden ist. Und man braucht ein paar Mods, unter anderem die Hessische Farm von Bernie. Es gibt auch ein Trailer-Video. Und ja, hier sieht man so die Landschaft. Und da sieht man auch, es ist eher eine kleine Karte mit nicht so vielen Feldern, die auch ziemlich unregelmäßig sind, die Felder. Was zu der, ja, zu dem konkreten Nachbau auch passt. Hier hat man den Hessischen Hof. Jo, nette Landschaft, auch nicht so flach. Dann gibt es die Vulkaninsel von Grimlock RRC. Ah, die Regelsberg war für alle Plattformen und die Vulkaninsel ist auch für alle Plattformen. Und das ist ein fiktiver Ort. Ich nehme mal an, hier sieht man den Vulkan im Hintergrund. Und da auch. Hier die PDA. Hat ja schon eine interessante Form, würde ich sagen. Da ist der Vulkan. Und die Insel scheint mir doch recht klein zu sein. Mit Oberon-Gebäuden. Jo. Und dann gibt es noch die Karte zwischen den Bergen von FSPT. Und das ist eine Karte aus Nordportugal. Und ja, ist auch so, wie ich das verstehe, Relief und Design ist aus Nordportugal basierend. Darum nehme ich an, dass sie das Relief original übernommen haben. Hier sieht man ganz viele Weinreben und so ein malerisches Tor mit selbstgebauter Steintextur und sowas. Hier die PDA. Eher wenig Felder, zum Teil recht klein und verstreut. So, hier mit dem Kreisverkehr. Jo, und hier Landschaft. Und dann habe ich noch ein paar Mods einfach so willkürlich ausgesucht, also nach keinem speziellen Auswahlverfahren. Das sind jetzt mitnichten die besten, tollsten Supermods der Woche, sondern es sind die Mods, die mir persönlich aufgefallen sind. Also es kann sein, dass in eurer Vorstellung ganz andere Mods hier wichtiger gewesen wären. Aber ich mache da halt eine subjektive Auswahl, zeige ich einfach ein paar, wo ich sagen würde, okay, das ist interessant. Und besonders interessant fand ich dieses Schlammsystem von Viper GTS 96. Es wird ja von ganz vielen Spielern immer dynamischer Boden gewünscht. Und das ist jetzt so eine Art, wie man das umsetzen könnte oder ja, wie man das ins Spiel reinmogeln kann. Der Schlamm ist ein Fülltyp und kann ausgeschüttet werden. Und Kartenbauer können auch auf Karten festlegen, wo Schlamm eingesetzt wird, wenn dieser Mod aktiv ist. Und wenn er nicht aktiv ist, wird es einfach ignoriert. Hier sieht man das. Ja, da ist halt eine Fläche mit Schlamm gefüllt und wenn man da fährt, dann
dann spritzt es ordentlich und man kann auch im Schlamm versinken. Und hier sieht man, wie das da. Und das Schwein ist auch in einer Schlammgrube drin. Da sieht man auch, wie der Traktor so, ja, mit seinen Rädern schon ziemlich tief eingesunken ist. Und ich finde das mal eine coole Möglichkeit, ein cooler Ansatz, wie man diesen lang gehegten Wunsch des dynamischen Bodens zumindest für PC- und Mac-Spieler umsetzen kann. Ist unter anderem ein Skriptmod und darum nicht für Konsolen verfügbar. Dann gibt es hier so ein lustiges Auto, das ist für alle Plattformen verfügbar, ein altes Lizard-Auto. Lizard ist ja die Fantasiemarke von Giants für alles, wo sie keine Lizenz für haben. Ja, so ein sehr, sehr uriges, Pickup-artiges Auto, wo man auch Sachen mit transportieren kann. Und ich finde den irgendwie ziemlich knuffig. Ja, hier gibt es den auch in neu. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit dem mal irgendwo rumfahre. Und dann gibt es vom Modder T4XS ein Schafstall-Pack mit Ziegenmilch. Da braucht man zwingend den erweiterten Tiersystem-Mod, den Jungtier-Mod, wie ich ihn nenne, vom Chisel. Denn dieser Mod kümmert sich darum, dass die Ziegen die Milch auch irgendwie an den Mann bringen können. Denn bei dem erweiterten Tiersystem haben wir ja Ziegen drin, ist dafür daher nur für PC-Spieler interessant, weil ja dieses erweiterte Tiersystem nur für PC und Mac verfügbar ist. Also wenn man Ziegen hat und nutzt normale Ställe, dann sind die Ziegen fast für nichts Nutze, außer vielleicht Vermehrung und Verkauf. Aber auch da verdient man nicht viel. Aber wenn man dieses Schafziegenstall-Pack hat, dann produzieren die Ziegen auch Ziegenmilch. Der Modder hat also hier in die Standardstelle einfach noch so einen Milchtank eingebaut und einen Ladetrigger. Und dann kann man da Milch von denen kriegen. Und zwar jeweils in die Standardstelle. Hat er hier so einen Tank hingestellt und so ein Triggersymbol. Und dann kriegt man von den Schafen Wolle und von den Ziegen Milch. Finde ich sehr cool gemacht. Und hier sieht man auch noch den Anhänger, den hat er noch mit beigepackt. Das ist der übliche Milchanhänger und der nimmt in dieser Mod-Version auch Ziegenmilch an. Jo, T4XS ist übrigens super aktiv im Giants Discord und hilft dort immer. Da wollte ich an dieser Stelle doch mal ein ausdrückliches Lob äußern. Denn der hilft am allermeisten von allen, die ich im Giants Discord bisher mitgekriegt habe. Und dann gibt es hier noch den Overland-Anhänger für alle Plattformen wieder von Ridiculous Dominic. Ridiculous heißt sowas wie lächerlich. Ich finde es eher lustig als lächerlich. Und zwar ist es ein Anhänger, den man auch als Camping-Anhänger nutzen kann. Hier mit Bettfläche, wo man sitzen kann und zum Kücheneck und so. Man kann den Anhänger auch zum Transportieren nutzen. Hier sind Kisten drin. Und da sieht man nochmal die Küchenzeile. Und hier ein paar Paletten. Da irgendwelche anderen Kisten. Und ich finde das eine sehr lustige Idee, so einen Anhänger zu machen, den man auch als Campinganhänger nutzen kann. Was mir nicht so klar ist, ist, ob es einen Schlafträger hat. Es geht hier aus der Beschreibung nicht hervor. Aber lustig ist das Ding allemal und ist auch nicht teuer. Kostet als Basispreis nur 5.000 Euro. Jo, jetzt werfen wir noch einen Blick auf die tägliche Testingliste, die es im Giants Forum gibt. Meistens täglich, wenn der Chris Zeit hat und an Infos über aktuell getestete Mods kommt, also der Community,
Koordinator Chris. Manchmal fällt das auch aus. Und hier sieht man immer eine Kurzzeitaufnahme sozusagen, welche Mods aktuell gerade getestet sind. Und das kann durchaus sein, dass wenn die Liste veröffentlicht wird, ist eine halbe Stunde später der eine oder andere von diesen Mods schon erschienen im Modhub. Andere fallen raus und müssen dann nochmal korrigiert werden und so. Also das ist nichts Dauerhaftes, sondern ja, eine Momentaufnahme von was gerade aktuell im Test ist. Und ich finde es interessant, vor allem, weil man sieht, was für Karten gerade getestet sind. An den Mod-Namen sieht man oft, dass es eine Karte ist. Hier zum Beispiel Neverland klingt wie Niemandsland. Und die Island Bazaar, die ist inzwischen ja schon erschienen. Das haben wir ja schon gesehen. Man, natürlich sieht man auch, dass Fahrzeuge gebaut werden, hier in New Holland zum Beispiel. Und man kriegt so einen allgemeinen Eindruck, was so demnächst auf uns zukommt. Die Green Gold Farm ist schon ein paar Tage hier auf der Liste. Da bin ich auch schon neugierig, wie die wird. Lazy Acres und Eureka Farms habe ich schon gehört. Aber ich weiß nicht, ob aus dem LS19 oder ob das jetzt Updates von LS22 Versionen sind. Das habe ich nicht ganz so auf dem Plan. Aber hier die neue Mini-Brunn ist schon wieder im Test mit dem neuen Update. Das weiß ich, weil ich auf der auch spiele. Und dann gibt es noch eine Recanto da, Alvorada Map. Ich glaube, die habe ich auch schon gesehen. Dann wäre das auch ein Update. Und hier ist die Riegelsberg. Die ist inzwischen hier auch schon erschienen. Und Bantikow und East Vineland ist für Updates vorgesehen. Und dann sieht man hier außerdem immer noch die Anzahl der Mods, die auf den Test warten. Das sind aktuell 235. Das ist so eine normale Menge zur aktuellen Zeit vom LS22. Und die momentane Wartezeit sind 9 Werktage, also fast 2 Wochen. Und das ist relativ lang. Oft haben die bei 235 Mods auch deutlich kürzere Wartezeiten. Darum nehme ich an, dass das Modhub-Team entweder vielleicht den LS23 testet oder vielleicht sind welche krank oder in Urlaub. Und häufig ist es so, wenn die Wartezeiten hochgehen, dann testen sie irgendwelche Packs. Was wir ja wollen. Wir wollen ja, dass die Packs und neuen Versionen des Spiels gut getestet sind. Und dann warten wir halt ein paar Tage länger. Jetzt hier noch eine Kurzmod-Vorstellung von einem kommenden Mod, der da gerade wartet, aber noch nicht zu sehen ist in der Liste. Und zwar von der Modderin Moonlight. Die hat auch schon den Wasserplanen-Mod gemacht und den Wasserpflanzen-Mod. Und jetzt geht sie hier noch eine Stufe weiter mit Fröschen für eure Teiche. Und ich freue mich besonders, dass die Moonlight weiter moddet, denn das ist ja eine der ganz wenigen Modderinnen, die im Modhub zu finden sind. Ja, und das freut mich ganz doll. Die hat ein Video dazu gemacht, wo sie ausführlich erklärt, wie man die Frösche platziert und nutzt und so weiter. Es gibt hier springende Frösche und von der Seite sitzende Frösche, quakende Frösche, Frösche mit Froschlaich, die sich dann im Lauf der Jahreszeiten in Kaulquappen verwandeln und im Winter dann weg sind, beziehungsweise nur noch als Blätter sichtbar und so. Sehr interessanter Mod, wenn man gerne seinen selbstgebauten oder auf der Karte vorhandenen Teich mit Fröschen verzieren will. Und an dieser Stelle will ich auch einen Hinweis an alle Modder machen. Und zwar, wenn ihr Interesse habt, dass ich im Rahmen von so einem Video oder vielleicht auch mal in einem Einzelvideo Mods von euch vorstelle, die gerade in Entwicklung sind, dann meldet euch einfach bei mir. Egal wo, unter diesem Video oder bei Twitter oder im Giants Forum, Discord und so weiter. Und ja, mit Bild oder vielleicht einer Video-URL oder so von einem Mod, den ihr gerade in Entwicklung habt und der demnächst rauskommen soll. Dann kann ich das hier vorstellen. Und jetzt noch ein kurzer Blick auf, was ich gerade so modde.
Momentan sind gerade zwei Mods von mir im Test bzw. warten. Beides Updates von der kleinen Farmproduktion. Die ist jetzt schon im Test und kommt hoffentlich dann nächste Woche raus. Und die Hinterland kriegt auch ein Update. Das wird wohl noch eine Weile dauern, bis die dann dran ist. Und hier bei der kleinen Farmproduktion ist der Update Anlass, dass die Baumwollballen jetzt auch angenommen werden. Und dann habe ich noch ein paar Rezepturen etwas erweitert. Und zwar bei Rezepturen, wo Reste sind. Zum Beispiel, wenn man mehr Getreide reinkippt, als Mehl rauskommt. Diese Reste werden dann als Schweinefutter produziert. Und wenn man Öl presst und hat da Reste, weil man eben zwei Teile Rapssamen reingibt und kommt nur ein Teil Öl raus. Dieses übrige Teil wird dann zu Schweinefutter, weil das auch im echten Leben so ist. Der Ölpresskuchen und Kleie von der Mehlproduktion wird gern für, als Schweinefutter verwendet. Und ich dachte mir, auf die Weise kommt man dann auch relativ easy an Schweinefutter und hat keine Abfälle, die im Nichts verschwinden. Und ja, dieses Schweinefutter kann man entweder nutzen, um Schweine zu füttern, oder man kann es auf Direktverkauf stellen und dann hat man noch ein kleines Nebeneinkommen. Und bei der Hinterland war der Anlass von dem Update, dass ich beim letzten Update den Steg bei der Farm kaputt gemacht habe. Man ist da versunken, die Tragfähigkeit ist verloren gegangen. Das hat sich jetzt geändert mit dem Update. Kann man wieder auf den Steg gehen und über den See gucken oder von dort ins Wasser hüpfen. Und dann dachte ich mir, nehme ich mir doch die Zeit, um auch nochmal auszuprobieren, ob ich die Pferde wertvoller machen kann. Und siehe da, diesmal ist es mir gelungen. Das heißt, wenn man auf der Hinterland spielt, sind Pferde jetzt nach 36 Monaten, wenn sie voll trainiert sind und voll gesund, 40.000 Euro wert. Eine Ausnahme ist, wenn man mit dem erweiterten Tiersystem spielt, dann wird diese Einstellung der Karte überschrieben und dann sind sie nicht so viel wert. Man kann sich dann aber Anpassungen in dem Mod machen, wenn man sich das zutraut, dass die dann doch 40.000 Euro wert sind. Ja, und damit man das auch voll genießen kann, die wertvollen Tiere, habe ich noch einen kleinen Stall beigepackt. Den sieht man hier, wo dieses Pferd drin steht. Ist optisch genau wie der einfache Kuhstall, aber für Pferde. Und passen 10 Pferde rein. Jo, das ist jetzt sozusagen beim Mod, habe schon hochgeladen. Hier noch ein paar Impressionen, wo ich gerade aktuell dran arbeite. Das ist hier von der Wunzig, so ein Eckhaus. Da habe ich hier einen Gemüsegarten gebaut. Zuerst hatte ich da nur gemalte Blumentexturen in dem Garten und jetzt dachte ich, ich nehme Gemüse, Kohl und Salat und Zwiebeln und so. Das sieht irgendwie ländlicher aus und Ziersonnenblumen habe ich hingestellt. Und dann habe ich das ganze Haus noch mit Blümchen und so weiter dekoriert und hinterm Haus auch noch. Und das gibt es demnächst dann auch, wie ich das mache, als Let's Map Video. Und hier, das wird es auf meinem englischen Kanal als Let's Map Video geben, weil die Englischsprachigen auch mal nach der Wunzig gefragt haben, was sich da denn so tut. Da habe ich dann dieses Haus dekoriert, das auch an der einer der Hauptstraßen von der Wunzig ist. Und hinterm Haus noch eine Schaukel und eine Rutsche und ein Zelt mit Sitzplatz. Hier sieht man dieses Eckhaus, den Hof davon, auch mit Unterstand und Tischgruppe und so. Und an neuen Gebäuden für die Wunzig baue ich gerade an Ladenhäusern. Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Blender. Das wird noch farbiger. Also man kann dann auch die Farbe der Fensterläden und so weiter wählen. Und insgesamt wird es 4 verschiedene Ladenansichten geben. Hier hinten die Rückseite hat eine andere Ladenfront. Und dann mache ich noch ein anderes Gebäude, noch mit anderen, dass man vielfältige
Läden in der Ladenzeile haben kann. Hier ist mit so einer Standardeinrichtung, die man dann mit Sachen füllen kann, was zu dem Laden passt. Also ob es ein Klamottenladen oder ein Käsegeschäft oder was auch immer werden soll. Und ja, die werde ich dann noch erweitern. Da kommt eben noch ein zweites dazu. Und das wird dann auch auf der Wunzig eingebaut. Okay, das war's soweit für diese Woche. Und ja, jetzt noch ein paar Worte zu diesem neuen Videoformat. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir Feedback schreibt, unterm Video in der Infobox, ob es euch gefällt und wenn ja, was ihr besonders interessant und wichtig findet, ob ihr noch andere Sachen sehen wollt. Ja, einfach so ein Rundum-Feedback. Ich werde versuchen, immer für jeden Samstag so ein Wochen-News-Video zu machen. Und auf die Idee gekommen bin ich, weil es das im englischsprachigen Raum gibt. Der DJ Goham macht sowas sogar täglich. Und hier im deutschsprachigen Raum fehlt sowas eigentlich, so ein Rundum-LS-News-Video. Und darum dachte ich, na, dann mache ich das doch. Und falls ich mal unterwegs bin, am Wochenende, zum Beispiel wegen Enkelbesuch oder auf der FarmCon, dann hole ich die News der jeweiligen Woche in der folgenden Woche nach. Dann gibt es also eine Doppelfolge sozusagen. Jo, dann wünsche ich euch nicht nur einen wunderschönen Tag, sondern auch eine ganz wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!